Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Rupp. Und das sind die Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben. Die Ruhr-Uni Online. Studieren nur mit Internet? Und es wird eng. Die Rupp platzt aus allen Nähten. Außerdem Vorhang auf. Shakespeare-Aufführung im Musischen Zentrum. Guck dir das mal an. Hier versteigert einer im Internet ein U-Boot. Das ist doch gar nichts. Letztens hat jemand für 200 Euro ein Käsebrötchen verkauft. Naja, wenn er meint, dann soll er das machen. Wenn er dann nicht noch irgendwie 10.000 Freunde über Facebook zu seiner Geburtstagsparty einlädt. Ja, ist schon echt krass, was so im Internet abgeht. Meine Oma sagt ja auch immer, um das Internet zu verstehen, muss man studiert haben. Ja, aber mal ehrlich, ohne Internet kann man heutzutage doch gar nicht mehr studieren. Oder wie soll das funktionieren? Ja, stimmt. Da hast du recht. Also ohne Moodle, Blackboard, E-Mail wird im Studium ja gar nichts mehr laufen. Und was ein Studium ohne Internet wäre, das haben wir uns mal für euch angeguckt. Das Leben an der Uni wird immer schneller. Ein Grund dafür ist der technische Fortschritt und besonders das Internet. Blöd nur, wenn einen die Technik dabei im Stich lässt. Was dann? Das ist der Philipp. Er studiert zurzeit an der Ruhr-Uni Bochum. Er hat mal wieder Probleme, ins Internet zu kommen. Manchmal würde er gern darauf verzichten, aber seien wir mal ehrlich, geht das überhaupt? Studium ohne Internet? Nee, überhaupt nicht. Weil da ja, also gerade im Blackboard bei uns, alle Präsentationen und alles hochgeladen werden und das auf jeden Fall eine Hilfe ist zum Lernen und auch um die Vorlesung besser zu verfolgen. Und man hat da nicht den Stress, dass man alles mitkritzeln muss. Nee, zwangsläufig kommst du da nicht drum rum. Es gibt sogar Kurse, da ist das Anmelden per VSPL erst nach dem Anmelden auf Blackboard wirklich wichtig. Wäre ja nicht möglich. Dann müsste es ja irgendeine neue Plattform geben, wo man die ganzen Unterrichtsmaterialien reinstellt. Ich denke nicht, denn über das Blackboard und über VSPL werden die wichtigsten Informationen geliefert. Und andernfalls müssen die Professoren alles uns ausgedruckt geben oder die AG-Leiter. Und so ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man das zu Hause direkt runterladen kann. Insoweit das VSPL ja zum Beispiel nötig ist, um sich für Kurse anzumelden, wahrscheinlich eher nicht. Auch Blackboard benutze ich halt nicht so viel, aber Moodle ist halt, da werden von verschiedenen Kursen von mir relativ viele Sachen hochgeladen, sodass ich das eigentlich schon brauche. Ich finde es sehr wichtig in Bezug auf E-Learning. Also es ist schon eine wichtige Einrichtung hier in der Universität, auch zeitgemäß. Ich habe es eine ganze Zeit lang als Dozentin mitbekommen, das heißt von der anderen Seite bin ich da selber auch ein bisschen fortgebildet. Also für die Studenten von heute ist das Internet selbstverständlich. Verschiedene Stellen hier an der RUB sind für die reibungslose Nutzung des Internets zuständig. Eine wichtige Stelle dabei ist das Rechenzentrum. Na gut, als ich hier angefangen habe, gab es Internet noch gar nicht. Inzwischen steht es auch in der Einschreiberordnung, dass die Leute, die kommen, mit einer Mail zwangsversorgt werden müssen. Ja, also sie kommen einfach rechtlich schon gar nicht mehr dran vorbei. Gerade diese große Menge an Juniorprofessoren und sowas, was alles nachkommt, da wird man, da ist von deren Seite schon die Bereitschaft, das unbedingt übers Internet abzuwickeln. Und die größten Sorgen machen uns momentan die Smartphones, weil erstens die Leute wollen Informationen auch auf ihren Smartphones lesen können. Auf der anderen Seite sind diese Dinger permanent im Internet. Das macht natürlich Sorgen, weil es grausam viele sind inzwischen, ja, und wir immer mit unseren Kapazitäten nachrüsten müssen. Und was hat sich verändert? Wogegen damals, vor 30 Jahren, wir 30 bis 50 oder vielleicht 100 Kunden hatten, haben wir inzwischen weit über 50.000 Kunden. Die Kommunikation hat deutlich zugenommen, aber das Menschliche, was so vor 20, 30 Jahren war, das ist alles in den Hintergrund getreten, finde ich. Ich würde nicht gerne heute studieren. Klar, das Internet beschleunigt das Leben an der Uni, aber es hilft doch dabei, nicht auf der Strecke zu bleiben. Boah, im letzten Semester ist die Uni aber echt ganz schön voll geworden, nicht? Ja, und wie das dann erst 2013 wird, wenn ein doppelter Abiturjahrgang auf den Campus gespült wird. Boah, das ist echt eine Horrorvorstellung. Ich meine, die Uni quillt ja jetzt schon über vor Studenten. Ja.
Der folgende Beitrag hat sich mit den Problemen, aber auch möglichen Lösungen befasst. Die Uni ist voll. Eine Aussage, die man in den vergangenen Monaten von den Studenten der Ruhr-Universität Bochum immer öfter hören konnte. Eine beunruhigende Tatsache, vor allem mit Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang im Jahre 2013. Wir sind losgezogen, um Antworten für euch zu finden, doch zunächst wollten wir wissen, wie sich das Ganze bei euch bemerkbar macht. Ja, dass die Plätze nicht ausreichen, dass man teilweise wirklich auf den Stufen sitzt. Und dass viele Studenten halt keine Plätze kriegen, sich halt an die Gänge setzen und so, aber hauptsächlich bemerkbar durch die Lautstärke. Ja, es ist einfach so, dass wenn man nicht rechtzeitig kommt, man keinen Platz kriegt oder gar nicht mehr in den Raum kommt. Und was am meisten stört, sind die Anmeldungen über VSBL, weil man halt einfach keine Kurse kriegt. Nicht nur Studenten, sondern auch Schüler sind von den steigenden Studentenzahlen betroffen und machen sich Gedanken darüber, ob ein Studium überhaupt noch sinnvoll wäre. Ja, weil wir sind ja ein Doppeljahrgang und deswegen ist sowieso alles ein bisschen schwieriger. Und die NCs steigen wahrscheinlich auch ziemlich hoch in die Höhe. Könnte sein, dass es zu voll ist durch den Doppeljahrgang. Und ich mache mir schon Sorgen, ob ich wirklich studieren möchte oder lieber eine Ausbildung machen soll und ob ich zu viele Wartesemester habe. Also ich habe wirklich Angst. Wir haben uns daraufhin mit der AStA-Vorsitzenden Laura Schlegel getroffen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Also es ist momentan so, dass die Prognose, die angedacht war für 2013, also so viele Studierende wie angeblich 2013 die Universitäten in Nordrhein-Westfalen besuchen sollen, so viele Studierende sind jetzt bereits an den Universitäten angekommen. Eine beunruhigende Nachricht, die erstmal offen lässt, ob die Ruhr-Universität überhaupt den Ansturm 2013 bewältigen kann. Die Universität hat da eine extra Arbeitsgruppe zu eingerichtet für RUB 2013, die tatkräftig daran arbeitet, wo ich als erster Vorsitzender auch sehr zufrieden bin, dass die alle Bereiche erkannt haben. Die haben schon erkannt, es geht um Räume, es geht um Personal, es geht aber auch um Einrichtungen wie die Mensa, es geht um Wohnen, es geht um Verkehr. In der Folge versuchten wir, Kontakt zu der Arbeitsgruppe RUB 2013 aufzunehmen. Unter der auf der Internetseite aufzufindenden Telefonnummer sagte man uns allerdings, dass man aufgrund schlechter Erfahrungen nicht vor der Kamera Stellung nehmen möchte. Wir sehen, dass die Studienzahlen nicht plötzlich 2013 einfach in die Höhe schießen. Das hat viel früher angefangen. Das hat vor 2 Jahren angefangen, vor allem an der Ruhr-Universität. Und was die RUB 2013, diese Arbeitsgruppe, was der Name schon sagt, dass suggeriert wird, dass 2013 plötzlich der große Schlag kommt und der wird nach 3 Jahre später wieder absinken, dass das ein reines Hirngespinst ist. Und deswegen kritisieren wir, dass diese Arbeitsgruppe jetzt quasi, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube ein halbes bis Jahr her errichtet wurde, die hätte schon viel früher anfangen sollen. Auf die Kritik der AStA erhofften wir uns zumindest eine schriftliche Stellungnahme der Arbeitsgruppe. Doch als Antwort auf unsere E-Mail schickte man uns lediglich ein Informationsschreiben mit folgendem Kommentar. Um auch bei steigenden Studierendenzahlen die Qualität der Lehre zu sichern, wird die RUB nicht nur eine deutlich höhere Anzahl von Studienplätzen einrichten, sondern auch zusätzliches Lehrpersonal einstellen und für mehr Räume sorgen. Zum Beispiel durch den Neubau des GD-Gebäudes und die Anmietung weiterer Flächen. Vor allem aber auch durch die effizientere Nutzung und Auslastung der bestehenden Räumlichkeiten und Ressourcen. Am Ende interessierte uns natürlich auch, ob die Studenten selbst eine Idee haben, was bis 2013 passieren muss, damit die Uni genug Platz für alle bieten kann. Auf Anhieb nicht größere Hörsäle, aber es wird ja wohl schwer sein, die zu bauen. Ausbau, mehr Professoren, mehr Lehrer. Ich habe schon gehört, dass sie hier schon Gebäude bauen und so, damit mehr Platz ist. Ja, weiter so irgendwie mehr Platz schaffen, das wäre so. Idee. Ja, das GD-Gebäude ist ein großes Problem. Es würde dringend benötigt werden für den doppelten Abiturjahrgang, letztendlich auch jetzt schon benötigt werden. Das klappt jetzt leider nicht zeitlich. Aber was unserer Ansicht nach jetzt sinnvoll wäre, wäre zu sagen, wenn GD nicht rechtzeitig fertig wird, was es nicht wird, dann sollte IC wenigstens und IB voll genutzt werden können. Momentan wird IC saniert. Es wird pünktlich 2013 fertig sein, dieses Gebäude. Und es wird aber dann sofort weitergemacht werden, übergangslos mit der Sanierung des IB-Gebäudes. Direkt zum Wintersemester 2013, wenn wir die größte Raumnot haben in diesem Moment. So bleibt für das Jahr 2013 nur zu hoffen, dass alle Überlegungen der Uni und der AStA rechtzeitig greifen und die Situation nicht eskalieren wird.
Ja, es ist jetzt ganz schön ruhig geworden hier im Musischen Zentrum in den Semesterferien, nicht? Ja, aber als du hier mit den Ätnas die Aufführung zu Shakespeare hattest, zog sich die Schlange bis draußen. Ich war dabei und hab das alles gefilmt. Echt? Krass, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der Andrang da so groß war. Aber du hast doch auch mitgearbeitet bei der Programmzeitschrift zu dem Stück, nicht? Ja, richtig. Die Zeitschrift ging auch echt gut weg. Also Musisches Zentrum und Englisches Seminar haben bei diesem Projekt echt gut Hand in Hand zusammengearbeitet. Das kann man nicht anders sagen. Und wie die Aufführung von uns Ätnas dann hier im Musischen Zentrum aussah, das zeigen wir euch in unserem nächsten Beitrag. Vorhang auf! Wenn Shakespeare ruft, ist der Ansturm gewaltig. Mitte Januar brachte die studentische Theatergruppe Ätna sein Stück The Tempest im Musischen Zentrum auf die Bühne. Es war sogar der erste Klassiker, der von den Ätnas aufgeführt wurde. Parallel dazu sollte am englischen Seminar der Ruhr-Uni eine Programmzeitschrift entstehen. Der Grundstein für eine vielversprechende Zusammenarbeit war gelegt. Spontan, was mir einfällt, es gibt ja auch eine Szene im Stück. Herr Weidle, seit 2009 Professor für englische Literatur an der Ruhr-Uni, hat mit Freiwilligen aus seinen Kursen das Projekt Programmzeitschrift in Angriff genommen. In freundlicher Atmosphäre wurden Ideen ausgetauscht, Diskussionen geführt, sowie Themen und Regeln für die Artikel festgelegt. Stets unter dem wachsamen Blick von Shakespeare. Herr Weidle erklärt, in welcher Weise die Studierenden davon profitieren, ein Teil des Redaktionsteams zu sein. Ich habe diese Idee aus meiner Hamburger Zeit mitgebracht. Da hatten wir ein ähnliches Projekt, und das gibt es übrigens immer noch, wo es auch jedes Semester eine Inszenierung gibt, einer studentischen Gruppe, ebenfalls auf Englisch, und wo es dann immer auch eine begleitende Programmzeitung gibt. Und mittlerweile sind einige, also viele dieser ehemaligen Studierenden aus der Hamburger Zeit im Journalismusgeschäft, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Pressearbeit. Und darauf habe ich auch hingewiesen, dass man eben parallel zu dem doch sehr theorielastigen Studium praktische Erfahrungen sammeln kann. Innerhalb weniger Wochen mussten die Studenten ihre Artikel fertig schreiben. Danach begann für die wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl von Herrn Weidle die Arbeit. 18 Artikel wurden Korrektur gelesen und in ein einheitliches Layout übertragen. Schließlich aber, nach 2 Monaten intensiver Arbeit, erblickte die Programmzeitschrift zum Stück The Tempest das Licht der Welt. Spannende und abwechslungsreiche Artikel sind zustande gekommen. So geht es unter anderem um Shakespeare-Verschwörungstheorien, Make-up- und Kostümgebrauch im Theater der frühen Neuzeit oder Kolonialismus-Anspielungen im Stück. Iris ist eine von 16 Autoren, die das Abenteuer, eine Zeitschrift mit eigenen Artikeln zu füllen, antraten. TV Rupp erzählt sie, warum sie in der Redaktion mitgearbeitet hat. Ich dachte, es wäre mal eine ganz nette Sache, nicht alleine in der Bibliothek zu sitzen und dort die, weiß ich nicht wie viel, Hausarbeit in meinem Masterstudiengang zu schreiben, sondern mal ein bisschen was anderes zu machen, eine neue Erfahrung zu sammeln halt. Ich fand es eigentlich auch ganz nett, dass wir unsere eigenen Ideen einbringen konnten und es nicht schon so vorgefertigt war. Und genau, man ist auf jeden Fall auch ein bisschen stolz, wenn man dann die fertige Arbeit sieht. Vor der großen Theateraufführung verkauft Iris die Programmzeitschriften und Tickets an die Besucher. Die Zeitschriften erfreuen sich großer Beliebtheit und finden reißenden Absatz. Nach einer Stunde hinter dem Verkaufstisch ist Iris Arbeit getan. Und die Ätnas haben ihre Bewährungsprobe vor sich. Stefanie Brenzel, Dramaturgin des Stücks, erklärt, worin neben der Sprache die Schwierigkeiten bei dem Theaterprojekt gelegen haben. Also eine besondere Herausforderung bei Shakespeare's The Tempest ist vor allen Dingen die Bankettszene, wo eben Essen von oben herunterfällt. Das konnten wir allerdings zum Glück mit Hilfe der Technik hier lösen. Und zum anderen aber auch, es gibt eine Szene, wo ein Maskenspiel aufgeführt wird. Und ein Maskenspiel ist natürlich was, was man heutzutage eigentlich gar nicht mehr kennt. Da mussten wir halt sozusagen eine Art modernes Äquivalent finden, was wir dann eben eingebaut haben in den Text. Als sich der Vorhang dann öffnet, beweisen die Jungschauspieler, was in ihnen steckt. Cursed be I that I did so! All the charms of cigarettes, toads, beetles, bats, light on you! No noise and enter.
do that good Miss Jones, which will make this island thine forever, and I thy Caliban for I thy footling. Das Publikum ist begeistert. Die Vorstellung ein voller Erfolg. Shakespeare wäre stolz gewesen. Und für alle, die die Vorführung im Musischen Zentrum verpasst haben, gibt es noch einen von der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft organisierten Zusatztermin, nämlich am 20. April im Theater unten des Schauspielhauses Bochum. Der Sturm auf die Tempest-Tickets hat begonnen. So, das war sie also, unsere 25. Sendung von TV Rupp. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch auch im nächsten Monat wieder ein. Empfangen könnt ihr uns wie immer auf NRVision oder auf tv.rupp.de und schaut auch auf unserer Facebook-Seite vorbei. Tschüss!